Willkommen zu einem Aktionär-TV-Experten-Interview. Und Sie sehen meinen heutigen Gast schon neben mir, Andreas Deutsch ist da. Hallo. Hallo Marco. Hast uns zwar spannende Aktien mitgebracht. Wir starten mit Amazon in die Sendung. Wir sehen auch gleich ein Foto eines haarlosen Mannes. Das ist Scott Galloway. Und der sagt, die Investment-Story von Amazon ist noch längst nicht ausgereizt. Und ich denke mal, du würdest dem zustimmen? Der hat auch noch ganz anders gesagt. Der hat zum Beispiel gesagt, der hat ja dieses Buch geschrieben, The Four, über die Tech-Giganten. Und er hat vor einem Jahr gesagt, wenn er nochmal ein Buch schreiben würde, dann hieß es The One, Amazon. Also er ist ein großer Amazon-Fan. Er hat gesagt, AWS, also die Cloud-Sparte von Amazon, wenn AWS an der Börse wäre, dann würde jeder die Aktie haben wollen, weil es einfach ein Pure-Player wäre im Cloud-Sektor. Cloud-Sektor wächst ja unfassbar stark. Und er sagte, es wäre das perfekte Taufgeschenk oder wäre in jedem Pensionsfonds drin. Man würde auch gar nicht aufs Umsatzmultiple schauen, sondern einfach dann blind kaufen. Und er hat auch gesagt, dass Amazon 2 bis 3 Jahre braucht, um das am schnellsten wachsende Healthcare-Unternehmen zu werden. Also da ist noch viel mehr drin. Wir können mal kurz weiterklicken. Da haben wir noch den Chart und noch eine Grafik. Genau, hier schauen wir uns erstmal den Chart an. Wir hatten hier das Hoch, Anfang September. Sah dann noch aus, als ob es dann immer weiter aufwärts ginge. Aber jetzt hier Konsolidierungsphase weiterhin. Gestern dann auch hier abgesagt. Ist aber nicht ungewöhnlich. Also ich habe mal längerfristig geschaut, im September 2018 bis April, nee, März 2018 bis April 2020 war das letzte Mal, dass es einen sehr zähen Seitwärtstrend gab und dann hier natürlich in der Korrektur, wie der Markt auch, dann nach oben geschossen. Und das war erst dann der Ausbruch aus diesem zähen Seitwärtstrend. Ja. Man muss aber dazu sagen, davor war die Aktie auch ewig nach oben gelaufen. Also das ist nicht ungewöhnlich, wenn man dann hier mal so eine Seitwärtsphase hat. Wichtig ist ja, dass die Story stimmt. Und da haben wir nach wie vor Cloud, da haben wir E-Commerce. Dann haben wir natürlich auch jetzt diesen Einstieg ins Pharmageschäft, der das nächste Multimilliardengeschäft sein wird. 130 Milliarden Dollar wird es allein in ein paar Jahren mit online geben in diesem Bereich. Und das ist natürlich dann auch die Möglichkeit, dass Amazon das weiterspinnt und die Daten nutzt, um zum Beispiel eine Krankenversicherung anzubieten und dann nur natürlich dann auswählen kann, wen Amazon versichert und dann natürlich hier auch einen Vorteil hat gegenüber anderen. Noch viel Potenzial, noch viel Fantasie. Ja. Wir müssen aber gar nicht so weit in die Zukunft. Ihr habt die Grafik noch von E-Commerce. Genau, wir können auf jetzt oder auf die Vergangenheit blicken, wie sich das Wachstum, Umsatzwachstum in der Vergangenheit der Jahre 2013 bis 2020 jetzt in dieser Zeit der Weihnachtszeit entwickelt hat. Ja. Schon beachtlich. Ja, das ist sensationell. Das sind ja E-Commerce-Weihnachtsumsätze hier in. Genau. Ja. Gut, das ist natürlich jetzt auch Corona geschuldet, dass das jetzt hier nochmal so extrem nach oben geht, weil ja, glaube ich, jeder zweite Amerikaner Angst davor hat, in Geschäfte zu gehen, wegen der Infektionsgefahr. Aber man schaut hier auch mal wirklich, wie es mit dem stationären Handel. Ach, da kann man gar nicht reinzeichnen, okay. Aber wie es mit dem stationären Handel abwärts geht. E-Commerce sehr stark kann das auch abfedern, den kompletten Verlust an dem Weihnachtsgeschäft hier, dass das Wachstum dann 0,9% beträgt, 35,8% hier in dem Jahr sensationeller Wert. Und natürlich Amazon mit jedem, ich glaube mittlerweile bei 50 oder 53 Cent im E-Commerce in Amerika, 53 Cent von einem Dollar gehen auf die Kosten, geht aufs Konto von Amazon. Wir schauen mal auf den nächsten Wert, wo die Aktie jetzt auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, bei Disney. Und Disney ist ja kein Corona-Profiteur. Gut, die haben auch das Streaming-Geschäft. Ja, das ist der große Hoffnungsschimmer in diesem Jahr gewesen. Aber sonst hat man noch so viele Probleme und dennoch schon wieder auf Allzeithoch. Naja, das ist einfach so, weil die Börse dann wirklich in die Zukunft denkt. Und naja, man hat ja jetzt sensationelle Meldungen beim Impfstoff. Also Großbritannien impft schon kräftig. Die FDA hat dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Also das wird dann bald losgehen. Na, und dann gibt es ja Prognosen, dass man sagt, im April, Mai, Juni in der westlichen Welt sind die Leute, also hat man eine 50-prozentige Abdeckung bei der Impfrate. Und im Herbst könnte es in Deutschland dann eine Herdenimmunität geben. Und in Amerika ist man vielleicht dann etwas früher dran. Und wenn es die gibt, also ich denke mal, wenn 50% dann schon geimpft werden, dann werden die Themenparks und Kinos wieder massiv Leute reinlassen können. Und dann wird Disney extrem profitieren, weil ich auch davon ausgehe, sorry ganz kurz, dass es eine Sonderkonjunktur ohnegleichen geben wird, weil die Leute einfach danach dürsten. Also man hat jetzt auch wieder Lockdown, wahrscheinlich in Deutschland ab Heiligabend bis 10. Januar. Das sind natürlich große Entbehrungen, die man da in Kauf nehmen muss.
Und danach will man sich einfach was gönnen. Und was gönnt man sich? Täglichen Luxus oder dann halt mal einen Kurztrip nach Disney World, Disneyland. Und davon wird Disney massiv profitieren. Als Konzern auf jeden Fall. Aber die Aktie hat das ja schon vorweggenommen. Beziehungsweise wir haben ja, du sagst ja, über die Zukunft gespielt. Dürfte sie dann eher, wenn es soweit sein sollte, Parks, Kinos wieder öffnen, eher eine Seitwärtsbewegung, wie jetzt gerade bei Amazon, übergehen? Oder geht es dann weiter aufwärts? Gutes Glaskugel, aber ja, absolut, was du also, also Seitwärtsbewegung bei Disney auch nicht ungewöhnlich. Also wichtig ist auf jeden Fall, wie das Streaming-Geschäft weiterläuft. Ob das dann, wenn alles wieder offen ist, ob die Leute dann auch noch weiter streamen. Oder ob man dann vielleicht zum Beispiel, wie Warner das jetzt ankündigt, so eine Doppelstrategie fährt, dass man einerseits sagt, wir bringen Filme ins Kino, aber auch in Streaming. Mhm. Na, also da bin ich mal gespannt. Disney ist ja hier wirklich sehr, naja, wie soll ich sagen, innovativ unterwegs, mit Mulan zum Beispiel, dass man den Film dann nur im Streaming gezeigt hat. Ich weiß aber gar nicht, ob das so erfolgreich war für Disney. Gibt es noch keine Zahlen, glaube ich. Ne? Ich habe auch nichts gefunden. Ja. Aber, na ja. Aber man hat natürlich auch hier Möglichkeiten, wie man dann mit dem Sport, mit Sportübertragung weiterfährt, ne? Also beim Streaming. Da ist noch viel Potenzial. Schauen wir mal. Das ist ein dickes Plus, ja. Auch was die Zukunft gerade das nächste Jahr angeht. Schauen wir auf PayPal. Mhm. Da lief es natürlich auch gut und auch die Weihnachts-E-Commerce-Einkäufe werden oft mit PayPal bezahlt. Wir sehen ja auch hier die Entwicklung der Aktie. Genau. Kann es auch so weitergehen? Ja. Also ich bin hier auch nach wie vor sehr bullisch. Großer E-Commerce-Profiteur, Mobile Payment. Man sagt ja immer, Corona sei dann der absolute Boost gewesen für Mobile Payment. Aber vorher in Deutschland war es dann auch schon sehr gefragt. Also es waren sehr viele Zahlungen per Handy, per Karte. Und wenn die bargeldverliebten Deutschen dann jetzt auch diese Entwicklung machen, dann ist das natürlich sensationell. Und das spielt PayPal als Marktführer natürlich extrem in die Karten. Jetzt auch noch der Boost durch den Einstieg dann in den Markt für Kryptowährungen. Und naja, die Anleger sind zufrieden. Aktie zuletzt auf Rekordhoch, jetzt kurz da nach unten, aber da geht auf jeden Fall noch einiges. Es ist ja noch viel Potenzial für PayPal da. Nike, da gibt es Zahlen. Am 18.12. werden die vorgelegt. Gibt es Erwartungen, beziehungsweise gibt es natürlich, aber was erwartest du, wie können die Zahlen ausfallen? Die Zahlen werden stark. Also Nike ist sowieso die ganze Zeit schon sehr stark unterwegs. Was mir hier gut gefallen hat, ist, dass man online jetzt hier auch kräftig Gas gibt, also auch im eigenen Shop, dass man unabhängiger wird von dem Handel und dass die Kunden das auch annehmen. Also das ist, früher war es ja irgendwie so, Schuhe muss man anprobieren oder Schuhe muss man sich bestellen, Sportschuhe, da muss dann halt auch der Verkäufer dann sagen, ah, wenn du läufst, dann, das ist jetzt hier falsche Stütze. Falsche Sohle. Aber es war jetzt gut, die Zahlen waren stark, spiegelt sich auch im Kurs wieder. Aktie zuletzt auf einen Rekordhoch geklettert. Einer der besten Werte in dem Jahr im Dow. Ja, nicht schlecht hier getroffen. Würde ich sagen, geht noch mehr. Apropos beste Werte, wir gucken jetzt mal auf Monster Beverage und da hast du uns auch eine Grafik mitgebracht. Dieser Wert ist die beste, bestgelaufene Aktie seit dem Jahr 2000, US-Aktie. Da sind wir die Top 3. Wahnsinnige Zahlen hier. Ja, mit Abstand. Also fast 100.000% gemacht, die Aktie. Ja. Naja, früher hat man Saft gemacht, ganz normalen Saft, und dann irgendwann umgeschwenkt auf Energy Drinks und hat damit wirklich eine Monster-Erfindung hingelegt. Naja, und die Aktie läuft weiter. Wenn wir uns kurz den Chart anschauen jetzt hier. Netflix übrigens die 2, auch bemerkenswert. Ja. Das ist so. Ja klar, man hat sich ja auch neu erfunden. Man hat ja früher war immer eine Online-Videothek, beziehungsweise hat Filme versandt und hat dann irgendwann Streaming gemacht. Hat die Kurve gekriegt. Und Revolution gestartet. Aber Monster hat auch eine Revolution gemacht mit den Energy Drinks. Schweres Wort übrigens, ne? Ja. Energy Drinks. Und naja, es läuft weiter gut. Was mir hier gut gefällt, sind erstmal die Margen, die Firma seit Jahren schafft. Dann auch die Innovationskraft bei den Getränken. Also es ist zum Beispiel auch so, kann man auch sagen, es ist ein Detail, aber es ist sehr wichtig. Zuckerfreie Getränke haben oft den schlechten Ruf, dass sie nach Süßstoff schmecken, aber Monster Energy hat es geschafft, dass es nicht so rauskommt. Und das kommt auch natürlich bei kalorienbewussten Menschen sehr gut an. Und jetzt nächstes Jahr steht sehr wahrscheinlich der Einstieg in das Hard-Seltzer-Geschäft an. Das sind diese süßen Getränke mit Alkohol, die gerade in Amerika bei jungen Leuten deswegen sehr gefragt sind, weil sie nicht so viele Kalorien haben. Also ein stark wachsender Markt und da gehe ich mal davon aus, dass Monster mit dieser ganzen Marketingmacht da den Markt auch kräftig aufmischen wird. Und das sollte der Aktie dann auch zu neuen Hochs verhelfen.
Wenn wir hier ein ziemlich starkes Chartbild ist, laufende Empfehlung, halte ich nach wie vor für kaufenswert. Zuletzt schauen wir noch auf Zalando. Da wurde in dieser Woche bekannt, dass der Co-CEO Rubin Ritter das Unternehmen im nächsten Jahr verlassen wird. Ist das schlecht für, ich meine, die haben ja noch zwei Chefs, aber ist es trotzdem schlecht, wenn einer der Chefs vom Bord geht? Ist ja immer nicht so. Ist nicht so gut, ja. Aber gut, dass wir noch zwei Chefs haben, die schon ewig dabei sind. Also das Unternehmen aus dem FF kennen und ich sag mal, Ritter hinterlässt bestelltes Feld. Das ist wichtig, das Unternehmen läuft. Klar, es ist schmerzhaft. Er ist visionär und er war von Anfang an dabei, hat es alle mit aufgebaut. Aber wie gesagt, ich denke mal, Zalando ist mittlerweile, würde ich überspitzt gesagt, ein Selbstläufer, weil die Marke ist so stark und man hat auch von der Technik her dermaßen zugelegt, jetzt auch mit dieser ganzen Sache, um die Retourquote einzudämmen, dass man jetzt auf diese 3D-Technik setzt, damit die Leute sich dann halt anschauen können, ob es passt oder ob es nicht passt. Und naja, das wird auf jeden Fall weiter klares Wachstum geben. Und wenn man die Prognosen anschaut für den Einzelhandel, die sind ja katastrophal. Jetzt macht man dann einfach wahrscheinlich dann nochmal zwei Wochen zu. Und wer weiß, was danach noch kommt. Also es gibt ja jetzt die Prognose, dass bis 2025 allein in Europa jedes fünfte Modegeschäft pleite geht. Und das ist natürlich das, die Kunden, die Zalando dann quasi zugespielt werden. Also sehe ich nach wie vor sehr positiv. Auch ohne Herrn Ritter. Dankeschön, Andreas, für den Moment. Sehr gern. Wir sehen uns bei nächster Gelegenheit gerne wieder und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dann auch dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.